irgendwie seltsam. Da erklärt der schwer angeschlagene DFB-Präsident seinen Rücktritt und 500 Kilometer weiter nordöstlich feiert sich der deutsche Fußball selbst. Mit der Vorstellung des neuen Heimtrikots der Nationalmannschaft. Jugendlich wie immer zusammen mit Kroh. Viel Rauch, viel Glamour, aber irgendwie ein unglückliches Timing. Niersbachs Rücktritt ist einfach das dominierende Thema. Ich habe es eben mitbekommen, wo wir gelandet sind, hier in Berlin. Und klar, dass es eine große Überraschung für mich ist, weil, nochmal, ich habe Herrn Niersbach als sehr guten Präsidenten empfunden, hat immer alles für den deutschen Fußball gemacht. Wir haben immer gut zusammengearbeitet und ich kann aus meiner Erfahrung sprechen, wir hatten ein gutes Verhältnis. Viele Fragen, wenige hilfreiche Antworten. Nur ein bisschen heile Welt, präsentiert vom DFB und seinem Trikotsponsor. Aber für harte Fakten standen ohnehin die falschen Personen auf der Bühne. Ja, ich kann dann nicht viel dazu sagen über die Vorkommnisse der letzten Wochen und Monate. Was ich sagen kann, Wolfgang Niersbach stand immer nah der Mannschaft, hat alles für den DFB getan, für uns als Mannschaft. So wie ich ihn kennengelernt habe, schätze ich ihn und war immer nah an der Mannschaft, wie gesagt, hat alles für den DFB gemacht. Und ja, mich traf es dann überraschend, dass er heute zurückgetreten ist. Man ist überrascht, aber the show must go on. Wenn man diese Bilder sieht, ist die Affäre um die Vergabe der WM 2006 weit, weit weg. Und das wird den DFB-Strategen auch recht sein.